Yes! Was für ein geiler View, ja. Good morning, Star Sign. The Earth says hello. Ja, das Muskeln. Definiert, ja. Nicht alternieren, definieren, weil nicht hin und her, denn konstant trainieren. Ja, verstehen Sie, was Razor ist? Ja, das ist ja mal ein richtiger. Wissen Sie was? Ja, jeder Satz von mir hat Content. Ja. Ja, das ist elementarer. Verstehen Sie, ja, nicht hin und her, ja. Ja, das war. Das heißt aber nicht, dass ich jedes kleinste Detail, was da drin steckt, wahr meinen würde, ja. Und wer das begreift, begreift das Leben. Weil sonst ist immer nur Zerhackung, ja. Weil die Presence, die hin und her ist, die sagen, es ist nicht möglich. Alles kleinst genau immer wahr zu meinen. Die das denken, verstehen Sie? Dass ein Elementarer, ja, wenn der hat, jeder Satz ist Content, ja. Die das dann denken, dass jedes Detail wahr gemeint sein müsste, alles perfekt. Gesetzbüro, was da drin ist. Ja, muss schon, ja gut, ja, schon. Aber nur die Details, die da drin sind, die ja Details sind. Also alle Details, ja. Alle Details sind wahr und sind Teil des Content. Das ist klar. Der Satz hat Content. Ja. Aber ich sage zum Beispiel 10 Worte und ein Wort meine ich nicht wahr von den 10 Worten. Nur 9 Worte sind Teil des Content. Und das ist ein Elementarer und das müssen Sie haben, weil ich meine, nicht wahr ist da drin. Und nur das ist ein richtiger Mann. Es geht nichts anderes in unserer Welt. Es ist zum Beispiel, ich kann das erklären mit 3 Bausteinsystemen. Sie müssen das einfach raffen. Es ist nicht entweder perfekt, alle Worte immer korrekt, richtig, kannst du Stempel drauf machen. Oder der ist lieber Hin- und Her-System. Ja. Sondern es gibt auch noch ein drittes. Und zwar die richtigen Rules, Menschen, die das begriffen haben. Was elementar heißt, was richtig heißt, was konstant heißt, was Mann heißt. Verstehen Sie? Ja. Ich meine nicht, alles wahr ist, hundertprozentig muss er haben, weil hin und her ist. Die kriegen einfach immer alles geschenkt und die dürfen alles Mögliche nicht wahr meinen. Die machen einfach immer weiter bis zu einem Stoppschild. Und dann, ich weiß ja, das nicht wahr. Dann geht er irgendwo anders hin. Dann ist zwar alles gegen das Gesetz, was er da tut, aber der kriegt das geschenkt, dass er da trotzdem darf. Ja. Das sind hin und her. Ja. Ja, das ist ja wohl höher, wenn man richtig gesetzt ist. Wahr. Und es ist, ja, ich artikuliere für, die Wahrheit ist, man muss, das, was ich davor gesagt habe, war dann alles nicht wahr, stimmt nicht, Gesetz, dass das sein muss. Verstehen Sie? Ja. Immer die Gesetze haben. Ich habe richtig gesetzt. Für mich, wenn Sie mich hier reden hören, ich bin richtig gesetzt. Für mich bin ich richtig gesetzt. Und für Sie bin ich auch richtig gesetzt. Ja, sonst bin ich ja kein Wert. Für Sie. Dann können wir nicht haben. Das ist nicht versteckt für mich, das will ich haben. Verstehen Sie? Genau das ist dann auch in allen Records, wenn ich Telefonat haben werde, etc. alles. Ich bin richtig gesetzt. Und das ist Büro. Dass ich dann bleibe. In dem Record wird das nicht verändert, dass ich richtig gesetzt bin. Ich bleibe richtig gesetzt. Das heißt, ich muss in dem Record nicht irgendwas einsehen. Ja. Ich bleibe richtig gesetzt, ja, wenn ich in einem Record einsehe. Das kann man haben. Dann sehe ich denjenigen ein, der ist dann hoch und wir haben das dann Büro, dass ich den eingesehen habe. Ja, das geht, aber ich bleibe wert, verstehen Sie? Ich kann nicht einsehen, ich wäre kein Wert. Ich bleibe richtig gesetzt, ist nur pur stur, immer 100% und 1000 Pummels. In jedem Record, egal wann immer, ich habe Wert. Ich habe richtig gesetzt, ja, in einem Record. Habe ich richtig gesetzt und bleibe richtig gesetzt. Ja, und ich kann nicht einsehen, ich hätte keinen Wert. Verstehen Sie? Sie haben sich verhaspelt, kann ich nicht einsehen. Weil ich bleibe richtig gesetzt. Ja. Das heißt, ich bleibe wert. Ja. Und ich habe Büro, dass ich in jedem Record habe, ja, richtig gesetzt, ja, dass ich wert bleibe. Ich muss in einem Record nicht einsehen, dass ich kein Wert wäre. Ja. Das habt wir Gesellschaft, wir haben das, ja, für Mitmenschen, für mich, ja, ich bin richtig gesetzt. Was ich richtig gesetzt habe, ist, ich bin ein Hörlapp, ja. Ja, ich meine, das war, ja.
Weil das haben wir ja die ganze Zeit schon. Das war ja von Anfang an, ich habe geschickt, geschickt, geschickt und dieser Mensch hier ist ein höherer Labhammer. Und ich bin ja auch tatsächlich Control. Ich bin ein Bleiben so viel wert, dass ich ein höherer Lab bin. Ich habe ja alles gerafft, ich gehe nie hin und her. Stimmt. Jeder Satz von mir hat Content und ich meine, das nicht wahr ist damit drin. Ja, und das ist ein richtiger. Ja. Verstehen Sie? Ja. Weil du kannst zwar einen Satz sagen, ja. Alle Worte sind wahr. Hast du die? Und alle Details da drin, wahr ist ein Content? Ja, kann man tun. Und alles, was wahr ist, habern. Content ist Control und hält unteres unter, aber alles im Zusammenhang. Der Mensch, der ich bin richtig gesetzt und ich bin Content und ich bin 1000 Promils wahr. Alles, was Wert hat, alles, was ich hoch habe und ich bin Control von unterem. Aber exakt die Worte, die ich sage, im Leben, laut sagen, die Worte, ja, da meinst du nicht alles wahr. Und das ist auch Hasse, 100%, dass das nicht anders geht. Und das ist das dann. Jetzt habe ich das gesagt, dass das nicht anders geht. Verstehst du? Ja, für mich, ja, geht das nicht anders. Für mich, ich sage, für mich geht das nicht anders. Ich kann nicht alle Worte, die ich sage, wahr meinen. Im Leben, aber das sind dann keine Worte. Und so spricht ein Elementarer und das muss man haben. Verstehen Sie? Ja, das ist wichtig. Sie können nicht mich unterbrechen und dann suggerieren, ich hätte den Satz schon beendet, obwohl ich richtig gesetzt habe, dass der Satz noch hätte weitergehen sollen. Das ist wichtig, ja, dass man das hat. Es wird viel zu viel, viel zu viel, viel zu viel sich geirrt. Leute hätten sich verhaspelt. Ja, ich habe richtig gesetzt und sehe nicht ein, ich wäre kein Wert. Ja, wenn wir einen Recall miteinander haben und einer will, ich hätte mich verhaspelt, ja, dann ist er für mich ein Present, weil er das nicht rafft. Verstehen Sie? Weil ein Present, ja, für mich rafft keine Gesetze, ja. Das Gesetz, weil er nicht rafft das Gesetz, weil er die Gesetze nicht rafft. Ich kann nicht einsehen, dass ich kein Wert bin. In dem Record muss ich nicht einsehen. Ich muss nicht in dem Record sagen, ja, ich bin still, weil ich bin kein Wert. Ja, nee, das ist Unsinn. Verstehen Sie? Ich habe weiter, ich habe Wert, ja. Ich muss nichts mehr sagen in dem Record, ja, aber wir haben ein Büro, dass ich nicht in dem Record einsehe. Ich wäre kein Wert, nur weil irgendeiner meint, ich hätte mich verhaspelt, weil ich habe richtig gesetzt. Alles, was ich sage, ist richtig. Verstehen Sie? Ich habe pur Roll, das habe ich ja konstant, ich gehe nicht hin und her. Ich gehe nicht 20 Minuten lang da lang und irgendwann weiß ich nicht mehr weiter. Und dann kriege ich geschenkt, dass das nicht auffliegt, dass ich das ja zwar eigentlich wahr gemeint habe, aber Büro steht dann da, ich meinte das nicht wahr, damit ich bleiben kann. Sondern, wenn das der falsche Weg ist, gehe ich gar nicht erst da lang. Ja. Ja. Und wenn ich doch da lang gehen sollte, ich als Elementarer, richtig gesetzt, wissen Sie, was ich mache? Weil ein Richtiger hat immer weiter. Ich bleibe nicht vor dem Stoppschild stehen und rufe den ADAC dann an. Ich meinte, das nicht wahr. Will ich geschenkt? Dann hole ich mich mit dem Hubschrauber ab und fliege mich wieder dahin, wo ich weiter bin. Sondern, ich gehe den Weg lang und wenn ich das Stoppschild sehe, ja, dann mache ich weiter. Verstehen Sie? Ich bin richtig gesetzt und alles, was ich tue, ist richtig. Es ist richtig, dass ich da lang gegangen bin, weil ich habe für mich, ich wusste ja nicht, dass das Stoppschild ist. Ich kann nichts dafür. Ich habe gerechtfertigtes, ich kann nichts dafür. Verstehen Sie? Ja, dass ich das nicht wusste, dass das Stoppschild da ist. Es gibt Dumme, die raffen halt nicht, wie man Worte miteinander verbindet, sodass das stimmt. Verstehen Sie? Ja. Aber alles, was ich sage, ist Content. Jeder Satz von mir hat Content. Ja. Ja. Und alles, was da drin ist in dem Satz, ist richtig und wahr gemeint, ja, und Teil des Contentes. Und ich verhaspele mich nicht und widerspreche mir auch nicht. Verstehen Sie? Ja. Ja, Sie müssen halt nur raffen, dass das alles stimmt. Verstehen Sie, was ich sage? Ja. Ein Ich habe Content. Ja, und jeder Satz, der ich sage, der hat Content. Ja. Und alles, was da drin ist in dem Satz, im Wert, verstehen Sie? Ja. Sie müssen das sehen, es gibt eine Stadt. Ja. Alles, was im Wert ist, ist über der Stadt. Und alles, was nicht im Wert ist, ist unter der Stadt. Ja. Verstehen Sie? Ja. Also unter Kontrolle. Alles, was nicht im Wert ist, ist unter Kontrolle. Wenn ich einen Satz spreche mit 10 Worten und die sind alle wert, sind die alle über der Stadt und Kontrolle von unterhalb. Ja, es gibt trotzdem irgendwas unterzuhalten. Ja, es gibt ja nicht nur den Satz, das müssen Sie auch permanent die ganze Zeit behalten. Der Satz ist ja ein Element nur. Weil ich bleibe die ganze Zeit komplett, was ich bin, Content. Der Mann, der ich bin, die ganze Zeit permanent. Bleibe ich die ganze Zeit ohne hin und her. Ja, weil hin und her ist unterzuhalten und gegen das Gesetz steht da. Sogar hat er auch zu stehen, ist richtig. Ja,
wenn sie irgendwas tun und denken sich, das ist das Leben und das kann nicht anders sein und sie haben für sich Content, sie müssen aber haben, dass sie das nicht hin und her nennen. Ja, hin und her ist ja tatsächlich Unterhalter, ja. Und Unterhalter ist kein Pferd, sondern Zeit und unterzuhalten, das muss man auch haben, sonst ist man kein Pferd. Wertsystematie habe ich begriffen und jeder Satz von mir, ich diskutiere nicht darüber, ob das richtig ist, ne? Egal, wo sie mich hinstellen, ja. Sie können da nicht haben, ja, das war aber nicht das, ja. Ich raffe alles, verstehen Sie? Was ich hier sage, ist natürlich auch für, ja, ist ja klar, ja. Ich bin ein Hörlapp, habe ich 100% und 1000 Promille, ja. Und wenn Sie ein Hörlapp sind, dann artikulieren Sie für Werte, die nicht Hörlapp wert sind. Weil wir haben, unsere Gesellschaft hat Level, ich habe tatsächlich sogar, ich bin so viel, dass ich habe von Lehnsherr bis Hörlapp. Und wenn du ein Hörlapp bist, und du artikulierst für Leute, die nicht Hörlapp sind, ja, ja, dann machst du das. Für. Du sagst für. Verstehst du? Du sagst für. Und wenn du für sagst, meinst du nicht alles wahr. Du kannst aber nicht 30 Sätze nicht wahr meinen und dann gehst du woanders hin. Ja, das war da nicht wahr. Und was weiß ich, was alles für ein Schwachsinn. Wenn ich vor dem Stoppschild bin, weil du gehst einen Gang lang, der ist nicht der richtige Gang. Ja, wieso gehe ich den dann lang? Weil ich das nicht weiß. Und ich habe das hoch. Ich habe das auch hinterher hoch. Ich wusste das nicht, dass das der falsche Gang ist, aber ich habe auch gleichzeitig, dass ich ja richtig gesetzt bleibe und dass ich wert bin. Kein Mensch sagt mir, du bist kein Wert, weil du da lang gegangen bist. Ja, und der, ich meine das nicht wahr, der hin und her Dumme, der Present, der versteht das nicht. Der rafft nicht, dass unsere Gesellschaft das ja hat. Verstehst du, du kannst rollen. Richtig. Ich weiß die ganze Zeit, ich role richtig. Ich bin korrekt, ich bin richtig, ich bin bleibend, ich bin Stayer, ich bin kein Hin und Her, es geht, verstehen Sie, es geht, in unserer Gesellschaft geht das. Ja, dass man Stayer ist, dass man bleibt, permanent richtig, ja. Das heißt, ich komme zu der Weggabelung und gehe da lang und die Entscheidung ist richtig. Und wenn ich dann irgendwann zu einem Stoppschild komme, du musst eigentlich doch einen anderen Weg, dann war das trotzdem richtig. Ich bin dann nicht so ein dummer Present, sind dann, oh. Alles falsch, erstmal heulen und das ist alles Schwachsinn, das sind Dreck, verstehst du? Ja, das sind. Kinder sind das vielleicht auch. Ja, das ist was anderes. Dann ist der im Büro nicht volljährig, das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn du ein Erwachsener zu sein hast, weil du im Büro volljährig bist, ja, dann bist du nicht ein Kind. Ich hab pur richtig, alles was ich tue ist richtig. Wenn ich das Stoppschild sehe, dann drehe ich mich in dem Moment um und gehe wieder zurück. So einfach ist das. Ja, kein Zurück ist ja Regeln. Ja, das war jetzt wiederum einfach nur so. Ja, nicht alles ist Schwachsinn und jetzt sage ich wieder was anderes, sondern alle Sätze, die ich sage, haben Content. Nur es gibt Elemente in den Sätzen, die sind nicht Teil des Contentes. Haben Sie das jetzt verstanden? Ja, alle, die das schon haben, wir, du. Ist ja wohl klar. Verstehen Sie, ich bleibe mich vor dem Stoppschild stehen und brauche 10 Minuten, bis ich das gerafft habe, was ich jetzt tue, sondern ich bin so viele Rules die ganze Zeit konstant, dass mir natürlich bewusst ist, sobald ich das Stoppschild sehe, da geht es nicht weiter, also muss ich wieder zurückgehen. Aber ich nenne das nicht zurückgehen. Du hast die Regel, kein Zurück hoch, dann nennst du das nicht zurückgehen, ja, nur das ging jetzt schneller. Verstehst du, dazu artikulieren mit zurückgehen und das ist kein Artikulieren, noch nicht mal, das ist kein Formulieren und kein Artikulieren zurückgehen, weil zurückgehen ist falsch. Man geht nicht zurück. Man muss das aber nur verstehen, was das heißt. Man geht nicht zurück, heißt aber nicht, du müsstest vor dem Stoppschild stehen bleiben. Der Present weiß jetzt nicht, was er tun soll. Weil der weiß nicht, was ist tatsächlich Regeln und was ist Unterhalter. Der denkt Unterhalter als Regeln und bleibt vor dem Stoppschild stehen und ruft den ADAC an und will abgeholt werden. Ja. Da kommt Marcel Ewert mit dem ADAC-Hubschrauber. Das war der ja früher, mit 19 schon. Ja. Und dann ist er da wieder. Eigentlich bin ich das. Verstehen Sie das? Im Kindergarten bin ich der Hoch. Ja, im Ich bin der Hoch im Kindergarten, ja. Ja. Ich bin Militär und habe allen erklärt, Rules, hören Sie sich das an, was ich hier tue. Das ist ein Erklärenspezialist. Alles, was ich hier sage, ist Gesetz und steht da. Und ab einem gewissen Level, ja, in unserer Gesellschaft hat man das. Dass das alles, was ich hier sage, richtig ist und feiert mich, ist ja schon klar, ja. Ich edukiere und enthettere unsere Welt, verstehen Sie? Ich enthettere das hin und her und baue konstant, ja, unsere Welt. Das geht wohl, ja, das geht wohl, ja, natürlich. Ich habe Ableser. Ein Mensch hat
Richtig gesetzt. Also haben equal Content, den Wert, den der hat, da stehen. Und das ist der auch in echt. Ablehnen sie ja schon. Hab ich bis Hörlapp. Ja. Und wenn ich ein Hörlapp bin, und das bin ich, dann rede ich für Leute, die in Leveln sind, die nicht Hörlapp sind. Das heißt, du benutzt Artikulationen, die du halt für die dann sagst, damit die das verstehen und so. Das ist ja klar, du hast Level, auch Level von Phrasen, verstehst du? Ich habe ein Wort, wenn ich jetzt so wie ich spreche, das ist ein elementarer, verstehen Sie? Weil ich Level habe, ein Elementarer rafft ja die Level, die Gesellschaft muss ja raffen. Wenn du ein Hörlapp bist, dann rafft sie ja, dass es ja ganz viele Menschen gibt, die ja nicht Hörlapp sind. Und die verstehen nicht so viele Gesetze wie ich. Wenn du alles raffst, ja, dann bist du ja ein Hörlapp wert. Aber dann hast du das auch selber, dass du ein Hörlapp wert bist, das gehört dazu. Und du lässt dir das nicht wegnehmen, dass du ein Hörlapp wert bist. Das gehört ja auch dazu, ja. Ja, ja. Ich kann keine Endlos-Records bauen. Ich sag mal so 10 Minuten, ja, ich baue hier ja, den ganzen Tag, ich will ja auch ein paar. Ich komme jetzt auf 1800, sag ich jetzt mal beim nächsten Umsetzen. Ja, ja. Sie wissen nicht, was ich alles habe. Ich bin 12 Monkeys. Ja. Da. Ja, zum Beispiel. So nach dem Motto. Ja. Ja. Also, ich gehe den Gang entlang bis zu dem Stoppschild. Und dann drehe ich mich um und gehe wieder zurück bis zu der Weggabelung. Und weiß aber schon, bevor ich bei der Weggabelung ankomme, welchen Weg ich dann nehme. Das habe ich schon ausgewählt. Und so. Das ist pure Roll immer weiter. Richtig. Ich habe die ganze Zeit Milliardene, Trilliardene, Quadrilliardene von Details hoch und weiß die ganze Zeit alles. Und das ist, wenn du kein Hin und Her lebst, sondern wenn du elementar lebst. Und dafür, das ist das wert. Verstehst du? Das ist das wert. Du gehst nicht hin und her, sondern du findest immer einen Weg. Und das ist jetzt wiederum für. Um das zu erklären, damit du das verstehst. Und dann findest du immer höhere Phrasen, wie das heißt. Aber du behältst auch das. Verstehst du? Das musst du behalten. Du findest einen Weg, wie du bleibst. Du bist den Weg gegangen bis zu dem Stoppschild und es ist richtig gewesen, dass du den Weg gegangen bist bis zu dem Stoppschild. Ja, die ganze Zeit. Und das musst du behalten, das ist ein elementarer. Wenn du das in echt für dich hast, dass das richtig ist, dass du das tust. Dann hältst du das nicht dann unter. Das war doch nicht richtig. Das sind nämlich die und die. Und das darfst du nicht. Dann bleibst du richtig. Dann bleibst du elementarer und dann sammelst du Zinkatilliarden von Mules. Nur dann. Verstehst du das? Und dann wird es immer mehr wert und entsprichst tatsächlich Content haben, den Wert, der in deinem Büro steht, wenn du ein Startup-Mann wie bist. Hi. Ja. Ja. Ich rolle also bis zu dem Stoppschild und das ist für mich richtig und mein richtig bleibt exakt. Nicht ein Detail-Elementchen fliegt aus meinem richtig raus, sondern mein richtig bleibt exakt richtig und ich halte das Stoppschild unter. Verstehen Sie? Ja. Ja. Und ich drehe mich um und gehe wieder zurück. Das ist aber kein Umdrehen. Und kein Zurückgehen. Und das ist ein Elementarer. So spricht ein Elementarer. Verstehen Sie? Ich gehe zurück, ohne dass er Zurückgehen ist. Das ist ein Satz von einem Elementaren. Und ein Elementarer hat einen kompletten Satz. Und dann hast du den Content von dem Satz, was der heißt. Und Content ist equal haben. Und das ist alles richtig für den Elementaren. Der Elementarer bin ich. Und ich habe richtig gesetzt. Bin ich permanent stay. Verstehen Sie? Und wenn ich sage, ich gehe zurück, ohne Zurückgehen, dann können Sie nicht sagen, Zurückgehen. Ich habe Content equal haben und das müssen Sie auch haben, sonst sind Sie falsch und nicht richtig. Verstehen Sie, Content ist equal haben und wenn ich sage zurückgehen ohne zurückgehen, dann ist das ja nicht zurückgehen, Sie Schwachkopf. Content ist equal haben, der Content ist, dass das nicht zurückgehen ist, wenn das zurückgehen ist ohne zurückgehen. Und der Satz ist zurückgehen und zurückgehen, Sie können mich nicht unterbrechen, verstehen Sie, das sind only presents. Die denken das immer, die suggerieren dann, der Satz wäre beendet, ich habe richtig gesetzt, der Satz war gar nicht beendet. Da muss er auch wiederum Endeffekt haben und was weiß ich, du musst richtig gesetzt hochbleiben. Ja. Sonst hast du den Endeffekt verdient, ist ja. Verstehst du? Wenn irgendwer suggerieren will, du hättest den Satz beendet, schon, obwohl er eigentlich noch weitergehen sollte. Ja, ich drehe mich um und gehe zurück bis zur Weggabelung ohne umdrehen und ohne zurückgehen, weil ich die Rules habe. Man dreht sich nicht um und man geht nicht zurück. Die Rules habe ich, ja. Und der Present, der da denkt, dass das Regeln ist, man dreht sich nicht um und man geht nicht zurück, der weiß jetzt nicht, was der machen soll. Der bleibt vor dem Stoppschild stehen und weiß nicht, was er machen soll. Aber nicht zu wissen, was er machen soll, ist ja wohl dümmer. Der nächste Schritt wäre jetzt, von diesem Present aus, der das nicht rafft, ja, der entscheidet sich vielleicht dann dazu, weil das ist nämlich höher, als stehen zu bleiben und nicht zu wissen, was er machen soll. Der bleibt da stehen vor dem Stoppschild und weiß nicht, was er machen soll.
dann ist dümmer. Als der dreht sich um und geht zurück. Und dann kommt er auf die Idee, umdrehen und zurückgehen ist doch nicht falsch. Ja, und dann geht es immer höher. Und irgendwann kommst du da an, wo ich bin. Das ist umdrehen und zurückgehen ohne umdrehen und zurückgehen. Und weißt du, was das heißt? Was das heißt? Ja, das ist ja ein elementarer. Ich drehe mich um und gehe zurück ohne umdrehen und zurück. Ist ein Satz. Und der Satz in sich hat, ja, dass das nicht umdrehen und zurück ist. Und was heißt das? Das heißt, dass du das Ganze höher formulieren kannst. Ja, du benutzt nur nicht die Worte umdrehen und zurückgehen,